Nanu, 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 was lese ich denn hier? Kaum bin ich zu Hause, ja, geht's schon wieder direkt weiter mit den spannenden Nachrichten. Eckart von Hirschhausen, man kennt ihn vielleicht, der volksnahe, wissenschaftlich orientierte Aufklärungsjournalist, der unabhängig natürlich von den öffentlich-rechtlichen Medien in sämtlichen Talkshows und überall natürlich stark im Einsatz ist, wurde tatsächlich auch von der Regierung bezahlt? Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ja, dieser kleine Skandal scheint sich so nach und nach immer weiter aufzubauen. Und mittlerweile redet man schon insgesamt von mehr als 1 Million Euro, die so von den Regierungen in Deutschland an verschiedene Journalisten bezahlt wurden. Und zwar geht es jetzt hier im Fall von Eckart von Hirschhausen, auch bekannt bzw. auch unbekannt unter dem Pseudonym Journalist Nummer 34, wie jetzt die Pleiteticker herausgefunden haben, dass er vom einerseits BMZ, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, bis zu 4.800 Euro erhalten hat für eine Corona-Sendung und auch vom Auswärtigen Amt, wo er dann auch Social-Media-Posts und so weiter abgesetzt hat. Und jetzt denkt man sich so, naja, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Kolja, vielleicht hat ein Eckart von Hirschhausen das einfach nur wortwörtlich genommen, weil es geht ja dort eben um wirtschaftliche Zusammenarbeit und Aufklärung. Das ist doch eigentlich gar kein Problem, oder? Nun ja, die Frage ist halt, wenn das eigentlich gar kein Problem ist, warum wird das dann alles anonym gemacht von Seiten der Regierung und so weiter aus? Und ich finde das schon natürlich extrem grenzwertig, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, das hat hier im Fall von Eckart von Hirschhausen alles während dem Jahr 2021 stattgefunden, wo natürlich auch in Deutschland flächendeckend überall die Lockdowns noch geherrscht haben und wo natürlich, das hatte ich auch damals in diesem Video gezeigt, wo ich auch mit meiner Freundin drüber gesprochen habe. Und anhand von diesem sehr interessanten Buch, ne, ich habe mitgemacht, ja, ich meine, wo man das ja einfach auch gesehen hat, wie stark diese Diffamierungen gegenüber den Menschen waren, die sich dazu entschlossen haben, eben nicht sich impfen zu lassen. Und ich fand das einfach eine Katastrophe, auch wenn ich jetzt zum damaligen Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt in diesem Thema sehr stark drin war. Ich kann mich noch erinnern, damals, da ging es, glaube ich, das ist schon Jahre her, um eine andere Impfung. Und ich hatte so ein online ein Wahl-o-mat gemacht und da ging es halt auch um so eine Pflicht für Kindergartenimpfungen und so. Und ich hatte damals nach langem Hin und Her, ich habe das Ganze wirklich mal so versucht, analytisch zu verstehen, aus allen Richtungen und so. Und habe ich dann irgendwann mein Fazit gefällt und gesagt, nein, eine freien Gesellschaft darf es dafür keine Pflicht geben, sondern es muss eine Aufklärung geben und eine Überzeugungsarbeit, wenn man Menschen von etwas überzeugen will, aber es darf keinen Zwang dafür geben. Und das habe ich immer so weiter durchgezogen, ja. Aber zurück zu Eckart von Hirschhausen, der ja zum Beispiel dann auch bei Hart aber fair die ein oder andere Äußerung zu diesem Thema gemacht hat. Unter anderem, das lese ich jetzt hier auch beim Pleiteticker, ne, dass Ärzte, die beispielsweise ihren ja, Patienten nicht diese Impfungen empfehlen und so weiter, dass man denen doch die Approbation entziehen sollte, ne? Oder dass Menschen, die das nicht gemacht haben, eben ja mit ihren schädlichen Aerosolen andere ja eine Körperverletzung zufügen und solche Sachen und dass die Spaltung der Gesellschaft ja eh schon da ist und so weiter. Und wenn man dann jetzt überlegt, okay, so jemand, der wird gleichzeitig bezahlt von der Regierung für die Aufklärung zu etwas und trägt natürlich als einer der wichtigsten Verfechter, ja fast schon Wachhund, diese Maßnahmen eben auch mit nach draußen, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie unabhängig ist das noch? Weil ich würde jetzt mal an dieser Stelle sagen, auch wenn das jetzt potenziell noch nicht unbedingt illegal sein muss, keine Ahnung, das müssen in diesem Fall natürlich die Rechtsexperten und so weiter beurteilen. Ich schätze mal nicht, dass es illegal ist, sonst wäre es wahrscheinlich nicht einfach auch, obwohl es ja anonym gehalten wurde, offiziell abgelaufen und so weiter. Aber zumindest hat man es versucht zu verschleiern, sonst wäre es ja nicht anonym passiert.
Und man könnte wahrscheinlich jetzt auch aus der ganzen rechtlichen Perspektive, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel mal aufklärt, und da sind wir so wieder auch so bei dem Thema von vorhin mit Elon Musk und den Medien, ne? Ich meine, wir YouTuber, wir müssen ja hier zum Beispiel alles immer schön kennzeichnen, ne? Was ich übrigens auch sehr gut finde, dass man die Menschen aufklärt darüber, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jemand richtet sich ein Depot ein hier unter dem Video, dann ist da so ein Sternchen mit der Erklärung, es handelt sich um einen Affiliate-Link. Oder wenn ich tatsächlich von einem Unternehmen bezahlt werde, um ein Video zu machen, dann steht da auch eben Werbung im Video, ne? Oder Sponsored Video und so weiter. Und gleichzeitig weiß man bei mir auch immer, wenn es halt nicht da steht, in diesem Video hier wie jetzt zum Beispiel, dass ich halt nicht von irgendjemand gesponsert bin, weil ich einfach sage, ey, ich hatte noch nie ein Problem damit, Geld zu verdienen. Und ich habe es auch nicht nötig, den Leuten zu verschweigen, dass ich Geld verdiene, weil ich liebe ja Geld verdienen und ich mag Geld verdienen. Und warum soll ich das verstecken? Und deswegen sehe ich da gar kein Problem mit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel dann einen journalistischen Post macht oder auch bei Social Media und man kriegt von einer Firma beispielsweise davon eine Erstattung, ja, oder eine Reisekostenerstattung oder man kriegt irgendwelche Vorteile, man kriegt Geldleistung und so, dann muss man das natürlich dann auch in dem Fall kennzeichnen. Und da müsste man jetzt mal genau rauskramen aus den alten Social Media Posts, ob denn das auch tatsächlich gekennzeichnet ist. Weil wenn nicht, dann ist das natürlich schon auch so ein bisschen abmahnwürdig, beziehungsweise schon ein bisschen kritisch, ne? Wenn man da diesen Cashflow nicht offen und transparent offenlegt, vor allem bei so einem kritischen Thema. Und natürlich muss man auch nochmal die moralische Frage oder auch allgemein diese journalistische Ethikfrage stellen, weil man kann sich ja eins und eins zusammenzählen, dass gerade der Journalist, der vielleicht etwas kritischer war gegenüber den Maßnahmen der Regierung und so weiter, dass der wahrscheinlich vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit wahrscheinlich eher keine wirtschaftliche Zusammenarbeit bekommen hat, ja? Sondern wahrscheinlich eher gar nicht erst eingeladen wurde. Ja? Und von daher ist das natürlich durchaus ein interessant zu berichtendes Thema und ich bin gespannt, was sich da noch so alles aufdeckt und wer so noch unter den ganzen geheimen Begriffen wie Journalist Nummer 34, wer denn der Journalist Nummer 35 ist oder Nummer 36. Von daher, ja, finde ich cool, dass diese Pleiteticker das aufgedeckt haben und bin gespannt, was da als nächstes noch so rauskommt. Wie seht ihr das? Diese Priorisierung von Wirtschaft, die geht mir derartig auf den Sack. Ich möchte es mal so deutlich sagen. Diese Priorisierung von Wirtschaft, die geht mir derartig auf den Sack. Ich möchte es mal so deutlich sagen.